bei den niedergelassenen Ärzten, den Kliniken und auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt, vor allem auch im Gesundheitsamt. Meine Damen und Herren, wir haben, was den Landkreis Rottweil anbelangt, im Vergleich zu gestern nichts Neues zu berichten. Wir haben aber dennoch den Weg gewählt, in einem Mediengespräch vielleicht gerade noch einmal vor dem Wochenende das eine oder andere, vielleicht schon Bekannte, noch etwas deutlicher auszusprechen, noch etwas zu schärfen, damit die Bürgerinnen und Bürger sich dann einmal mehr informieren können. Die Lage im Hinblick auf den Coronavirus verläuft in Europa, so der Bundesgesundheitsminister, sehr dynamisch. Dennoch wird dem Robert-Koch-Institut zufolge das Risiko für die Gesamtheit der Bevölkerung bei uns als gering bis mäßig eingeschätzt. Nach wie vor schätzt das Robert-Koch-Institut die Inkubationszeit auf bis zu 14 Tage. Das heißt, grundsätzlich gelten im Umgang mit der aktuellen Lage für alle Personen die Verhaltensweisen, die auch für Influenza-Hochzeiten und Grippe- und Erkältungszeiten natürlich gelten. Niesen, Husten, Abstand zu anderen Menschen, in die Armbeuge niesen und husten, natürlich regelmäßig und gründlich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen und. Das alles wurde bereits natürlich durch die Medien vielfach kommuniziert. Für Menschen, die nach ihrer Einreise aus Gebieten, in denen Covid-19-Fälle vorkommen, innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, gilt darüber hinaus unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben und nach telefonischer Anmeldung unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufzusuchen. Ganz wichtig, telefonische Anmeldung, dass man nicht als möglicher Verdachtsfall in ein vollbesetztes Wartezimmer sitzt und entsprechende Kontakte dann hat. Sofern der Hausarzt oder ein niedergelassener Arzt nicht erreichbar ist, natürlich der ärztliche Notdienst der niedergelassenen Ärzte. Für diese Menschen, die eben aus solchen Gebieten zurückgekommen sind, gibt es ein Infoblatt vom Bundesgesundheitsministerium. Das ist dieses Infoblatt. Das haben Sie in Ihren Unterlagen. Das für diese besondere Bevölkerungsgruppe Informationen enthält. Auf der Homepage des Landratsamts können die Bürgerinnen und Bürger unschwer zu den notwendigen Informationen, und zwar mit ganz wenigen Klicks, kommen. Das Portal des Gesundheitsamts, Infos über Hotlines und Antworten auf die meistgestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Virus. Aktuell haben wir auch noch ein Schreiben des Kultusministeriums in Richtung Schulen und Kindergärten auf die Homepage genommen. Das sind zusammengefasst, ich habe es mir jetzt mal ganz analog ausdrucken lassen, das sind diese 12 Seiten, wie gesagt. Vorderseite, Homepage, Landratsamt, dann sehen Sie schon, wo Sie hinklicken müssen, und dann geht es ganz einfach, ganz leicht weiter. Stand heute Vormittag, und wir können ja immer nur einen Stand ab jetzt mitteilen, gibt es im Landkreis Rottweil nach wie vor einen Fall, den Sie seit Mittwochabend kennen. Dem Patienten geht es den Umständen entsprechend gut, eigentlich sogar leicht besser, also sehr erfreulich im Hinblick auf den Zustand des Patienten. Die wenigen Kontaktpersonen sind in Absonderung. Ich darf nochmals unterstreichen, dass sich diese Familie wirklich mustergültig verhalten hat. Sie hat im Prinzip die Rückreise in einer Art Selbstquarantäne angetreten, keine Kontakte, und ist dann eben gleich in häusliche Absonderung gegangen, und die Kontaktpersonen sind ermittelt. Wichtig auch, das stand zwar schon öfters in den Medien oder war in den Medien zu hören, aber man wird immer wieder noch aus der Bevölkerung angesprochen, diese betroffene Familie hat nicht am gesellschaftlichen Leben in Rottweil und im Landkreis Rottweil teilgenommen. Wir sind ja eine Hochburg der Fasnacht, der gesamte Landkreis Rottweil
Diese Familie hat im ganzen Landkreis an keiner Fasnachtsveranstaltung teilgenommen. Das wollte ich einfach nochmal unterstreichen, weil es da aus der Bevölkerung die eine oder andere Anfrage gegeben hat. Aus fachlicher Sicht wird jetzt nach meinem ersten Aufschlag noch das Gesundheitsamt Stellung nehmen und ich denke, dann können wir noch Fragen beantworten. Ich habe jetzt völlig vergessen, die Vorstellungsrunde noch zu übernehmen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach von links nach rechts an. Frau Dr. Fischer, wenn Sie anfangen. Martin Hielscher, ich bin Ärztin im Gesundheitsamt. Wie war denn mein Hielscher? Hielscher. Mit I oder nur mit IE? H-I-E, H-I-E-S-C-H. Sabine Wildko, Mitarbeiterin im Gesundheitsamt. Mein Name ist Dr. Petra Sostak, ich bin Mikrobiologin, Ärztin und stellvertretende Amtsärztin hier im Gesundheitsamt. Mein Name ist SOSTAK. Mein Name ist Brigitte Stein und ich bin von der Pressestelle des Landkreises. Mein Name ist Wolf-Rüdiger Michel, ich bin Landrat des Landkreises Rottweil, aber ich nehme an, die meisten oder alle kennen mich. Ja, Frau Dr. Sosta, ganz stellvertretende Amtsärztin, haben Sie das Wort. Nun geht's besser, er ist isoliert. Wir sehen hier kein Risiko, was die Bevölkerung betrifft und auch nicht kein Risiko, dass wir bestimmte Kontakte nicht identifizieren konnten, die relevant sind. Es gibt äußerst wenige. Man muss die Gesamtsituation sehen, denke ich, im Augenblick. Das ändert sich ständig. Stand heute, 10.20 Uhr, haben wir 10 bestätigte Fälle in Baden-Württemberg. Und wie gesagt, einen davon bei uns. Wir müssen die Vorgehensweise standardisiert festlegen, weil wir ja mittlerweile hier in Baden-Württemberg per Definition Fallgebiet sind. Sie haben mittlerweile ja auch Fälle. Und um Ihnen das vielleicht ein bisschen klar zu machen, wie wir vorgehen, würde ich Ihnen gerne dieses abgestufte Vorgehen darlegen, wenn Sie können. Und zwar ist es so, dass wir eben, und vielleicht noch ergänzen, wir haben eine Unzahl von Anfragen und wir kommen kaum nach. Wir bemühen uns, wir machen Überstunden natürlich und versuchen auch alle Presseanfragen zu beantworten, soweit es geht. Deswegen treffen wir uns auch hier. Ich habe auch gestern noch mal zurückgerufen, da war schon abends und habe niemand mehr erreicht von der Presse. Jetzt. Ansonsten ist es so, da haben Sie ja schon darauf hingewiesen, Herr Dr. München, es gibt Möglichkeiten für die Bürger, sich zu informieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Weil wir in unserer Beratung und in unserer Vorgehensweise einfach differenzieren. Es gibt zum einen Risikogebiete. Diese Risikogebiete ändern sich ständig, sind nachzulesen im Robert-Koch-Institut auf der Homepage. Es gilt seit 27.02. Zuvor war es die Provinz Lodi in der Lombardei, also eine kleine Region südlich von Mailand.
wenn jemand in dieser Region war und respiratorische Symptome entwickelt, dann soll er sich häuslich isolieren, soll Kontakt zu seinem Hausarzt aufnehmen und soll den Bezug zu dem Risikogebiet schildern. Dann wird der Arzt eine Testung durchführen und wird dann nach einem gewissen Flussschema vorgehen. Auch das kann man nachlesen. Kurze Nachfrage, Testung, wie passiert das? Das kommt ist jemand? Oder? Das ja. Muss der Arzt mit dem Betreffenden. Immer bitte Vorabankündigung durch die betroffene Person. Getestet wird das Blut, oder? Getestet wird eine Rachenabstrich. Ah, oh, okay. Ja. Mittlerweile können die Labore, also die gängigen Labore, diese Testung auch durchführen, anbieten zumindest. Zuvor war es das Landesgesundheitsamt bei uns. Kann es im Kreis auch eins werden? Im Kreis? Also Zweigstellen sind im Zweigstellen sind auch im Kreis. Okay. Ein Verdachtsfall, ein begründeter Verdachtsfall, ist letztendlich definiert als jemand, der Symptome hat und Bezug zu diesem Risikogebiet, wird ans Gesundheitsamt auch gemeldet. Und unsere Aufgabe ist es dann, die Kontakte zu ermitteln, die Kontakte zu informieren, zu isolieren und eine Selbstbeobachtung, zur Selbstbeobachtung anzuleiten, Tagebuch zu führen und immer wieder in Kontakt aufzutreten mit den Kontaktpersonen letztendlich. Genau. Fallgebiet ist zum Beispiel jede Region, wo es bestätigte Coronavirus-Fälle gibt. Also ja. Baden-Württemberg beispielsweise. Haben diese Personen respiratorische Symptome, dann sollen sie sich in häusliche Isolierung begeben und sollen auch da Kontakt aufnehmen zu ihrem Hausarzt. Allerdings, die Hausärzte haben natürlich jetzt unheimlich viel zu tun. Immer schon, aber jetzt zusätzlich noch. Also wir haben ja auch die Grippewelle noch laufen. Das heißt, wenn man leichte Symptome hat, dann ist es am praktikabelsten, also sagen wir mal Schnupfen, leichtes Kratzen im Hals, wenn die Symptome stabil sind und besser, dann soll man sich in häusliche Isolierung begeben und einfach abwarten. Ja. Niemand gefährden. Und in dem Augenblick, wo man aber das Gefühl hat, es wird schlechter, ich brauche jetzt einen Arzt, sich natürlich an den Arzt wenden. Und der Hausarzt entscheidet dann wieder, was sind denn das für Symptome? Ist es vielleicht doch eher die Grippe? Gab es da zum Beispiel Kontakte zu jemandem, der eine Grippe hat? Eine echte Grippe, meine ich jetzt die Influenza. Und da wird dann sich eventuell für eine Testung auch entscheiden. Das ist immer die Entscheidung des Arztes. Der untersucht den Betroffenen gegebenenfalls, je nachdem, wofür er sich entscheidet. Oder sagt, bleib erstmal zu Hause. Ich habe das Wartezimmer total voll und das ist jetzt eigentlich von den Symptomen her nichts Besorgniserregendes.
kurz einhalten darf. Häusliche Isolierung ist ja so eine Sache, wenn man jetzt Familie hat, kann man sich nicht das ist auch, isolieren. Man muss es auch so sagen, das ist kein Muss. Ein Muss ist es, wenn ich diesen Bezug habe zum Risikogebiet. Wir sind jetzt im Fallgebiet. Ja. Ja. Also das ist eine Empfehlung. Genau. Wenn der Arzt sich für die Testung entscheidet, sollten die Betroffenen zu Hause bleiben, bis der Testbefund vorliegt. Wie lange dauert das? Aktuell? Das dauert, sagen wir mal, 5 Stunden ungefähr. 3 bis 5 Stunden, wenn es Wie lange dauert es im Kreis Ottweil? Theoretisch? Theoretisch, wenn man sofort den Express organisiert. Also wenn das Material muss man einfach bis möglichst 12 Uhr, zum Beispiel ins Landesgesundheitsamt, wenn dieses Labor jetzt zur Diskussion steht, bis 12 Uhr muss die Probe dort sein, dann wird es durchlaufen mit der Testung, ansonsten erst am anderen Tag. Das heißt aber, Sie erwarten heute jetzt das Ergebnis von den beiden Oberndorfer Verdachtsfällen, oder? Oder haben Sie das schon? Diese Oberndorfer Verdachtsfälle sind für uns, wenn es die dann wirklich auch sind, von denen wir jetzt hier reden, die nach keine Minuten. Verdachtsfälle. Aha. Also da gab es ja in der Presse eine Mitteilung, also das stellt sich aus unserer Sicht nicht so dar, dass es sich hier um Verdachtsfälle handelt. Weil sondern Sie keinen Bezug zu einem Risikogebiet haben, oder warum? Weder noch, also die hatten weder Bezug zum Risikogebiet noch Kontakte zu irgendwelchen Personen aus diesen Gebieten. Ja. Man kann eigentlich sagen, sie hatten einfach Symptome. Also respiratorische Symptome. Ja, was ist denn die Schwelle zwischen Risikogebiet und Fallgebiet? Das ist eine Festlegung. Es ist die Dichte der Fälle, die das Robert-Koch-Institut in Zusammenarbeit haben, wahrscheinlich auch mit WHO festlegt. Wie dicht muss denn die Fallzahl sein? Ich kann Ihnen das nicht genau sagen, ob es da eine Richtlinie gibt. Also wie gesagt, zunächst einmal war es nur die Provinz Lodi. Dann hat man gesehen, es werden immer mehr in der Lombardei. Und jetzt hat man die Lombardei zum Risikogebiet erklärt. Wer das gemacht hat, genau, und ab welcher Grenze das ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und wie gesagt, im Moment sind wir Fallgebiet eben in Baden-Württemberg, weil es gibt vereinzelte Fälle des Coronavirus, aber eben noch nicht glücklicherweise in der Fläche und in der Breite wie in der Lombardei. Wenn es Hunderte werden, dann ist ein Risikogebiet. Dann wird es einfach von den 8 Leuten festgelegt. Abgestuft. Genau. Das entscheidet das Robert-Koch-Institut? Das entscheidet letztendlich die WHO in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ländergremien. Also beispielsweise in China war das so, dass es initial die Provinz Hubei war und dann hatte man noch 4 Städte in der Provinz Zhejiang. Ja. Ich denke, es macht auch Sinn, dass das übergeordnete Stellen dann vorgegangen wird auf der Welt und nicht jeder, der über ein kleineres Territorium Verantwortung hat, festlegen kann, welchen Charakter dieses Territorium hat. Dann könnte ich vielleicht noch was sagen zu den Anfragen, auch die kommen. Das sind Personen, die letztendlich einen Bezug hatten. Jetzt geht es ja noch vorwiegend um Oberitalien, mittlerweile, wie gesagt, nur mal Baden-Württemberg dazu zählen und die überhaupt keine Symptome haben, die sich aber Sorgen machen. Und da müssen wir sagen, das ist jetzt einfach auf der Stufe unserer Priorisierung ganz unten anzusetzen. Und die sollten halt sich selbst beobachten. Und wenn sie halt Symptome bekommen, dann, das habe ich ja schon erläutert, wie man dann vorgehen würde. Wobei wir verstehen natürlich jeden und jede, die sich
um sich Sorgen macht, vor allen Dingen auch Sorgen vielleicht um die Kinder oder um die Eltern macht. Aber wir müssen da natürlich eine gewisse Priorisierung vornehmen, damit vor allem die wirklichen, dann möglichen Verdachtsfälle schnell und zügig eine Diagnose bekommen, dass man dann, wenn sich ein Verdachtsfall zum Fall entwickelt, dass man dann entsprechend auch Maßnahmen ergreifen kann. Unser Augenmerk liegt natürlich auch auf den Gemeinschaftseinrichtungen. Wir werden jetzt auch konfrontiert mit Schulklassen, die zurückkommen aus Oberitalien. Und da muss man sagen, die Einschätzung ist ja komplex. Und die Situation, so wie sie vor 2 Wochen war, oder sagen wir mal 10 Tagen, als die Schulklassen zurückgekommen sind, die war ja eine andere. Und auch die Dichte der Erkrankungen vor Ort, wo die Betroffenen waren. Die einfachste Vorgehensweise ist immer, was uns jetzt zur Kenntnis ist, das ist auch alles schon ein bisschen länger her, dass die Rückreise war, dass man in den Schulleitungen einfach empfiehlt, unkonventionell, bis diese 14 Tage vorbei sind, dass die Rückreise war, einfach die Schüler zu Hause zu lassen. Also 14 Tage schulfrei? Nein, 14 Tage sind in dem Fall so, nicht. Das ist ja jetzt schon. Eine Woche genau. Es ist jetzt auch so, dass wir das jetzt nicht so vorgeben, sondern wir empfehlen das. Das ist auch. Presseordner drin, denn es gibt im Moment im Landkreis Rottweil noch keinen Anlass vorzugehen, wie etwa im nordrhein-westfälischen Landkreis, wo ja Gemeinschaftseinrichtungen flächig geschlossen worden sind, sondern das ist auch eine Frage, die jeder Schulleiter gegebenenfalls auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, wenn es da Nachfragen gibt, Risikogebiet, Fallgebiet oder ähnliches, entscheiden muss. Und wie gesagt, da ist sowohl das Ministerium ist sehr gut, man kann sich gegenseitig aufeinander verlassen. Kurze Frage, gilt NRW inzwischen als Risikogebiet? Risikogebiet. Und vielleicht auch das nochmal, um das zu vergleichen, Kreis Rottweil und der Landkreis in Nordrhein-Westfalen, da haben eben die betroffenen Personen an zumindest einer Karnevalsveranstaltung teilgenommen. Man konnte auch die Infektionskette nicht ganz klar abschätzen. Daher nachvollziehbar ist diese Entscheidung des Kollegen dort eben so getroffen worden, wie sie getroffen ist. Aber wie gesagt, derzeit bei uns noch kein Anlass, flächig an irgendwelche Schließungen zu denken, weil eben der betroffene Fall nicht auf der Fassung. Darf ich nochmal einhaken? Sie haben gesagt, Schulklassen, sind es also mehrere, die in Italien waren? Aus dem immer Kreis? Wieder, da müssen wir damit rechnen jetzt. Aber ich meine jetzt aktuell die Sie angesprochen haben. Ich weiß von einer. Einer. Mhm. Wo waren die? In Oberitalien. Okay. Aber wie sagt der Besteck? Aber das ist schon eine Zeit lang her. Und da hatten wir das Risiko mit Lodi. Und da waren sie definitiv nicht. Zu dem Zeitpunkt. Konstanz hat eine Städtepartnerschaft mit Lodi. Ja. Rottweil hat, also das hat nichts mit Städtepartnerschaft zu tun, wie sie nee, es gibt ganz normale haben. Schulpartnerschaften, die sind nicht zwingend. Bei manchen Schulen ja, da seilt man sich an eine Städtepartnerschaft oder Gemeindepartnerschaft. Ja.
Partnerschaftsvereinbarung getroffen haben. Und zu dieser Schulklasse ist auch zu sagen, der Schulleiter ist in Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Mhm. Und bitte auch in der Berichterstattung diese Differenzierung oder Abgrenzung zwischen Risikogebiet und Fallgebiet, das nennt sich dann eher noch komplizierte Gebiete, in denen Fälle auftreten, das ist wichtig für, aus unserer Sicht hier zu unterscheiden. Ja, da, Frau Stein. Ja, also ich habe jetzt in der Zeitung oder im Internet gelesen, sondern Alp ist ein Corona-Risikogebiet. Da gibt es überhaupt keinen Verdachtsfall. Keinen bestätigten, genau. Verdachtsfall gab es. Ja, keinen bestätigten, genau. Also insofern, wie gesagt, sind wir auch Ihnen dankbar, dass Sie heute einmal mehr Kontakt mit uns haben, denn Aufklärung tut, denke ich, Not. Und auch die Botschaft natürlich, dass wir auf den mündigen Bürger und die mündige Bürgerin setzen, dass sich jeder eben kritisch hinterfragt, wie ist es bei mir, aber dass eben nicht jeder banale Schnupfen ein sogenannter Verdachtsfall ist. Eine Nachfrage zum Patienten aus dem Kreis Rottweil. Sie haben vorhin gesagt, geht ihm den Umständen entsprechend gut. Können Sie das etwas genauer definieren? Fieber, Husten oder Kratzen im Hals? Also ich denke, das sollte genügen. Die Botschaft, es geht ihm im Vergleich zu ein, zwei Tagen vorher besser. Aber wir bitten Sie einfach um Verständnis, auch ja. Patienten haben Datenschutz, dass man da nicht aus der Schule plaudert, okay. Aber es ist, denke ich, eine ordentliche Entwicklung. Und bei seinen Angehörigen gibt es auch keine Veränderung? Da gibt es keine Veränderung. Keine Verschlechterung. Derzeit nicht. Wie Verschlechterung? Nein, also das geht um die Ehefrau des Kindes. Es kam nichts hinzu. Also die sind gesund sozusagen. Die sind ja auch getestet worden, oder? Die sind getestet. Genau. Worden. Negativ. Ja, die sind negativ. Unauffällig. Ja. Ja. Aber natürlich noch in Absonderung. Die bleiben daheim. Klar. Ja. Also insofern. Mhm. Darf ich mal noch fragen? Es wurde ja immer jetzt von diesen Isolierstationen gesprochen. Auch Oberndorf möchte jetzt eine einrichten oder ist dabei. Wie viel? Wenn wir Besprechungen haben als Landratsamt, als Gesundheitsamt mit den Hauptakteuren, das sind natürlich die Kliniken im Landkreis. Helios und SRA-Klinik in Oberndorf. Und wir kamen zusammengenommen auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen 55 etwas über 55 Betten, die in Frage kommen. Also ich hoffe, ich habe die Zahlen noch richtig. Also 55 Betten, wo man die Patienten isolieren könnte. Okay. Wobei die Isolierung, vielleicht könnten Sie da noch was dazu sagen, in welchem Umfang die dann in einer Klinik ist. Die, man hat das ja ist ja keine Sonderisolierstation. Ja, das ist halt jemand mit einer eigenen Rastzelle und wo man dann die Kontakte einfach beschränkt nach außen. Und mit einer Schleuse? Dann, wo man also eine Schleuse im klassischen Sinn ist das nicht. Also ein eigenes Zimmer. Das also ist ein Zimmer mit eigener Rastzelle. Also kann man salopp sagen, ein Einzelzimmer. In Anführungszeichen. Ja, und dann will ich es halt auch immer in einem Bereich, wo mehrere Zimmer in der Form vorliegen. Also eine Schleuserfunktion wird schon versucht herzustellen. Aber die Schleuse nach RKI, in dem Sinne ist es nicht für alle diese Betten, ja, ganz klar. Aber die Schleusenfunktion, was die Wegeführung betrifft, ja, die stellen die sicher. Also die Wege sind von den anderen getrennt. Ja. Genau. Ja. 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 Das ist Standard, also auch bei also vielleicht auch das als Signal, ja, Isolierung in Zimmern, wenn möglich natürlich in einem isolierten Trakt eines Hauses, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man kennt ja den einen oder anderen Film,
Stichwort hämorrhagisches Fieber. Das ist also nicht notwendig. Noch eine Frage hätte ich zu den Sorgen der Bürger. Was sagen Sie denn aus fachlicher Sicht dazu, dass jetzt schon überall die Desinfektionsmittel ausverkauft sind und so weiter? Wie viel Sinn macht so etwas? Vielleicht noch zur Gesichtsmaske, die auch zu ausverkauft ist. Ja. Macht das überhaupt Sinn? Ja, macht sich das Virus kaputt, glaube ich. Also es ist so, dass man sagt, also im nicht-medizinischen Bereich reicht das Händewaschen. Und was die Gesichtsmasken betrifft, das ist ein bisschen problematisch, vor allem, dass man da die richtige Handhabung wählt. Das heißt, im Grunde genommen wirklich keinen Kontakt hat. Es geht hier vor allem um Sicherheit vermittelt wird durch die Masken. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Masken. Was man weiß ist, dass es hilft, wenn man jemanden, der Symptome hat, der vielleicht sogar begründeter Verdachtsfall ist oder dann halt ja, nachgewiesenermaßen ein Fall, dass der einen Mund-Nasen-Schutz bekommt. Allerdings ist da immer die Frage, toleriert er das noch? Ja, also da gibt es dann ja nicht nur Mund-Nasen-Schutz, da gibt es dann ja auch höhere Niveaus, die FFP2, FFP3-Masken, aber wenn Sie die mal aufgezogen haben, gerade die FFP3, werden Sie merken, nach 15 bis 30 Minuten ist sie durchfeuchtet durch ihren eigenen Atem, dann hilft sie sowieso kaum mehr und sie selber werden das vielleicht auch nicht mehr so gut tolerieren. Ja, auch als gesunder und noch schwieriger ist es dann bei den Erkrankten. Vielleicht aber auch das ein wichtiges Signal, Sie sagten, Frau Dr. Sostak, dass man einen Erkrankten eine Gesichtsmaske, in der Regel kaufen die Leute ja die Masken, um sich vor möglichen Erkrankten zu schützen. Und da, glaube ich, kann man auch sagen, da ist es auch schwierig mit der Handhabe. Erstens, nützt es überhaupt was? Dann, wie oft muss ich es wechseln und Ähnliches? Also ich denke, es ist ein fragwürdiger Schutz, wenn man jetzt in Richtung Gesichtsmasken, um nicht angesteckt zu werden, geht. Also ich denke, das klassische Händeputzen, Hände waschen und wie gesagt, wenn die Nase juckt, dann halt mal nicht kratzen, das hilft mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ganz Falsches gesagt. Ich wollte nur ergänzen. Noch dazu kommt es auch zu Hamsterkäufen. Und man versucht das jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen von höheren Stellen. Sozialministerium gab es da gestern ein Treffen. Man braucht es ja einfach für diejenigen, die an vorderster Front aktiv sind. Ja? Also auch, das ist eben das, dass man schauen muss, dass man hier wieder eine Priorisierung hat und auch das kanalisiert, wer hat es wirklich nötig, wo braucht man diese Materialien und wo ist es eigentlich ja, fragwürdig, dass ein Effekt davon ausgeht, wenn die Bevölkerung Mund- und Nasen schützen. Wie lange muss der Patient jetzt, der Betroffene, in Isolation bleiben? Das ist letztendlich die Entscheidung der Ärzte. Wird sich dann je nach, also ich setze mir natürlich voraus, dass das dann unauffällig wird im Verlauf, wie das dann letztendlich ist, wann man sagen kann, man kann so jemanden wieder wirklich entlassen. Da gibt es dann die Experten, die man dann befragen wird, denke ich mal. Denn mir ist es nicht bekannt, wie lange jemand tatsächlich noch ansteckend ist, ob er dann noch weiterhin ausscheidet, ohne dass er Symptome hat, also quasi schon genesen ist. Solche Erkrankungen gibt es ja auch. Aber immer noch ansteckend wird. Genau. Also ich denke, Bedingung ist immer denjenigen, der ist wieder körperlich genesen. Und der Testbefund ist unauffällig. Da kann man jetzt keinen Zeitraum sagen. Ich kann es Ihnen im Augenblick nicht sagen. Das entscheiden dann immer die Ärzte. Ich denke, das ist auch das, was dort die Bevölkerung Sorgen macht.
man weiß zwar jede Woche mehr über diese neue Krankheit, aber wir wissen natürlich noch lange nicht so viel, wie wir über die Influenza wissen, die ja auch erheblich Opfer jedes Jahr fordert. Und das ist natürlich das, was in der Bürgerschaft, denke ich, auch die eine oder andere Unruhe dann schafft. Aber der Bundesgesundheitsminister hat sicher zu Recht gesagt, wir wissen jeden Tag mehr, es sind ja wirklich, wird ja alles aufgeboten, mehr zu wissen, aber eben, es ist keine Krankheit, die man seit Jahrzehnten kennt, wo man weiß, wie es läuft und wie lange jemand noch eventuell infektiöses Material anschaut. Ändert sich irgendwas in der Arbeitsweise der Hausärzte? Ich meine, die können ja nicht auf Anhieb unterscheiden, wer jetzt gerade vor ihm steht, eine normale Grippewelle oder vielleicht doch ein Verdachtsfall. Gibt es da nochmal besondere Schutzmaßnahmen? Wichtig ist, dass sie überhaupt die Schutzmaßnahmen natürlich durchführen. Das ist ja klar, das ist ihnen auch klar, die Ärzten. Und wie sie natürlich ihre Patientenströme jetzt kanalisieren, die sind jetzt, da müssen wir die Ärzte direkt fragen. Also wie gesagt, wir hatten gestern Kontakt, der ist im Austausch. Und wie sie sich dann organisieren, also ich denke, die werden da auch Lösungen finden für sich und das auch zusammen mit uns in Rücksprache. Aber ja, das ist im Augenblick so, dass wir alle uns anpassen müssen an die Situation. Auch schon, aber das ist jetzt in ganz Deutschland so und im Augenblick bei uns ist die Sache unter Kontrolle. Vielleicht auch nochmal zu den Hausärzten, die immer schon viel zu tun haben. Jeder von uns kennt ja den einen oder anderen und die jetzt noch mehr natürlich Belastungen haben, diese auf sich nehmen, weil sie sich ihrem Medizinerberuf verpflichtet fühlen, die Hausärztinnen und Hausärzte. Und es hängt, denke ich, auch immer von der Praxissituation ab. Wie geht man mit jemandem um, der anruft und sagt, ich war in Oberitalien, mir geht es eigentlich bei den Atemwegen relativ schlecht. Wenn eine Praxis einen extra Raum hat, vielleicht sogar noch über einen eigenen Eingang verfügt, dann wird das wahrscheinlich die Möglichkeit sein, wie man mit den Patienten in Kontakt kommt. Es kann auch sein, wenn erfahrungsgemäß nach 18 Uhr das Wartezimmer leer ist, dass dann eben gesagt wird, dann kommen Sie doch nach 18 Uhr. Es gibt aber auch noch viele Hausärzte, die sind in Hausbesuchen unterwegs und die können natürlich in so einem Fall dann auch, wenn es zeitlich machbar ist, einen Hausbesuch machen. Also ich hatte gestern den Eindruck gewonnen, da sind die Hausärzte unheimlich innovativ, was es anbelangt, dass solche Patienten eben nicht lange Zeit in einem Wartezimmer, das voll ist, sitzen. Herr Michel, ich hätte noch eine ganz andere Frage, und zwar habe ich jetzt einen Zeitungsartikel heute entnommen, dass die Familie, die betroffene Familie, quasi auch schon angegangen wird und angefeindet wird. Ist das denn tatsächlich so? Also können Sie das bestätigen? Wissen Sie davon? Hat sich da die Familie uns gegenüber geäußert? Die Familie direkt nicht. Also jetzt immer unterstellt, das ist so, wie es in der Zeitung steht. Ein Grund ist ja auch, weshalb wir einmal mehr darauf verwiesen haben, dass sich diese Familie mustergültig verhalten hat. Im Prinzip abgereist ist aus Norditalien, keinerlei Kontakte aufgenommen hat auf der Reise und dann direkt im Landkreis dann in eine Abgeschiedenheit gegangen ist. Und auch, kann es nur noch mal wiederholen, nicht an irgendeiner Fasnachtsveranstaltung teilgenommen.
Hysterie entgegentreten. Hysterie gegen möglicherweise jemand, der diese Krankheit hat. Ja, es ist eine schwere Erkrankung, aber die kann jeden treffen. Da kann man ja keinem den Vorwurf machen, er hat es und wir selber haben es nicht. Dass man da auch respektvoll mit den Betroffenen, die sich diese Situation ja nicht ausgesucht haben, umgeht, auch immer in der Überlegung, was würde man empfinden, wenn man in dieser Situation auf der anderen Seite des Geschehens wäre. Daran vielleicht noch einmal anknüpfend, in dem Bericht stand auch, bei Ihnen im Gesundheitsamt hat man sich gemeldet und zwar ganz konkret nachgefragt, wo denn die Betroffenen wohnen. Gab es solche Anrufe? Wir nicht. Das ist wir wissen nur, dass es allgemein so ein Vorgehen gibt. Ja, in anderen Kreisen zum Beispiel. Dass man versucht herauszufinden, wo ist denn da der Verdachtsfall oder wo steckt er denn und bin ich denn jetzt gefährdet als Bürger, wenn ich im gleichen Ortsteil lebe. Ja. Aus diesem Grund eben geben wir öffentlich eben bekannt, es gibt einen Fall im Landkreis Rottweil, um eben auch die Familien zu schützen, wobei man natürlich nie weiß, kriegt ein Nachbar was mit, das weiß man nicht, aber umso wichtiger ist, dass man da vernünftig dann also von uns kommt, dann die, umgeht. Kommt keine Information in diese Richtung, wo die Betroffenen sich genau aufhalten. Und stellen Sie sich mal vor, wenn man das machen würde, in einer größeren Stadt, da ist noch eine gewisse Anonymität da. Aber stellen Sie sich das Ganze mal in einer Ortschaft mit 500 Leuten vor. Es ging nur darum, ob Leute bei Ihnen sich gemeldet haben. Ich frage nicht, ob Sie die Information. Bei Ihnen ist offensichtlich nicht Frau Stein, bei Ihnen. Okay. Also, okay. Also das heißt, von Ihnen kam diese Information logischerweise auch nicht. Also das, wobei es natürlich schon, ja klar, das Zeichen ist, was Sie ja auch gesagt haben, dass natürlich jetzt viel verunsichert. Versuchen, vernünftig aufzuklären, ist eben nicht wie bei einem hämorrhagischen Fieber erforderlich und. Also das Virus geht nicht durch Türen, nicht durch Fenster. Ja. Keine Fragen mehr haben, bedanken wir uns sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Und heute auf morgen kurzfristige Einladung. Und wie gesagt, wer noch keine Pressemappe hat, da vorne, glaube ich, am Eck sind noch welche. Ja, nochmals herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich habe Ihnen noch ganz kurz. Ich habe Ihnen das auch ziemlich still.